Wer eine Reise macht, der hat bekanntlich etwas zu erzählen und der hat vielleicht auch das ein oder andere Foto mit im Gepäck. Heute wurde auf alle Fälle ein Foto wieder ausgegraben, das vor 8 Jahren geschossen wurde, nämlich ein Selfie der FPÖ in Moskau. Norbert Hofer hat dieses Selfie heute angesprochen. Es ging nämlich zuletzt immer wieder um die vermeintliche Russlandnähe der FPÖ, auch in der Causa rund um Igisto Ott. Norbert Hofer hat heute gemeint, dieser Kooperationsvertrag mit einiges Russland, nämlich mit der Putin-Partei, der sei rechtlich nicht bindend gewesen. Man habe auch gar nicht mehr gewusst, wo sich dieses Papier befindet. Man habe es in den eigenen Archiven nicht mehr gefunden. Erst durch die APA ist man darauf aufmerksam geworden und es sei zudem auch von russischer Seite bestätigt worden, dass es schon vor einigen Jahren ausgelaufen ist. Von Hofer gab es zudem Kritik an anderen Politikern, die 2016 und auch danach ebenso in Russland gewesen sind. Sebastian Kurz, Reinhold Mitterlehn, aber auch die russische Gesellschaft rund um Karl-Heinz Kopp wird hier von Hofer auch explizit genannt. Und Kritik gab es auch von Christian Hafenecker, hier vor allem an Michael Takatsch, dem Bundespolizeidirektor, und auch der Frage, ob er eigenmächtig gehandelt habe nach dem Bootsunfall, bei dem ja die Handys damals einiger Mitarbeiter des Innenministeriums ins Wasser gefallen sind. Hafenecker kritisiert ein Foto, das Takatsch zeigt, hier in ÖVP-Montur wahlkämpfend mit Karl Nehammer. Er sagt, naja, als Bundespolizeidirektor sei dies auch seltsam, und hinsichtlich dieser Bootstour und der möglichen Eigeninitiative meint Hafenecker, Takatsch sei rücktrittsreif, man darf gespannt auf die Replik sein. Und auch ein drittes Foto wurde in der Pressekonferenz angesprochen, zu sehen Wolfgang Sobotka und Jan Marschalek. Die FPÖ kritisiert, dass Sobotka hier nicht wisse oder nicht vorgibt, nicht zu wissen, neben wem er tatsächlich gesessen sei. Auch hier wird es wahrscheinlich eine Replik bald geben. Sicher kann man sich sein, dass die Causa Igisto Ott und die Spionagetätigkeiten, die es gegeben hat in der Innenpolitik, noch für sehr viel Diskussionsstoff innerhalb der Parteien sorgen werden.